Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ich habe vor jetzt das hier mal zu befreien, sagen wir so. Eine Schlägerei machen wir. Leute, es gibt einen Kampf. So. Auf diese Art können wir die alle rauslocken. Ich würde mal sagen, vielleicht hier auf diese Ebene irgendwie. Wir brauchen aber dieses Mal nichts hier. Also wir brauchen diesmal nichts einzusammeln, würde ich sagen. So, das wird der nächste. Leute, es gibt einen Kampf! Da bin ich jetzt gespannt, wie das dann gleich wird. Beim Faring ist es echt ein bisschen schwieriger. Stehen bleiben mal! So, der hat mich jetzt einmal erwischt. Dem da unten ist es egal, irgendwie. So, das würde ich jetzt aber nochmal speichern. So. Leute, es gibt einen Kampf. Da stelle ich mir aber auch die Frage, wie werden wir das dann später in Vanguard machen? So. Den Sklaven ist es egal. So, den da. Hey, pass auf! Leute, es gibt einen Kampf! Wird nicht lange dauern. Findet er seinen Weg hierhin? Zu mir? Bleib stehen, Mann. Hab ich dich endlich! Ja. Und den nächsten bitte. Leute, es gibt einen Kampf. So, findet er? Ja, der findet hier ihn. Okay, jetzt hat er ja Schwierigkeiten. Jetzt. Aber genug Abstand gewinnen. Genau. Die anderen haben es nicht gesehen. Die Sklaven, die checken langsam, was ich hier vorhabe. Hoffe ich zumindest, dass sie es verstehen. So, der ist der Nächste. Leute, es gibt einen Kampf. Stehen bleiben, Mann. Ich bin noch in Reichweite. Für ihn.
So, der haut da ab. So. Und so. Komme ich an dem ran? So. Ja, komm. Hier können wir kämpfen. Nice. So, jetzt ist die Frage. Da oben gibt's noch einen. Den gibt's noch. Mojo. Mojo, du bist der Nächste. Komm, Mojo. Wir kämpfen hier. Vor den Pforten. So. Und das war's mit ihm. So, jetzt müssen wir einmal was futtern. Komm, wir essen noch mal ein paar Plänzchen. Dann ist nur noch da oben die paar Orks, glaube ich. Ne, ist nur noch der da. Hier oben ist nur noch der. Hey, pass auf! Ich hack dich in Stücke! Und das hat keiner mitbekommen. Doch schon irgendwie nice. Ich weiß jetzt nicht, ob hier oben noch jemand ist. Hatten wir das hier schon? Das kenne ich schon. Ja, okay. Wollt nur sicher gehen. Nicht, dass hier jetzt noch jemand ist, hier oben. Wasserfass. Hätten wir uns irgendwie aufladen können. Die Truhen, haben wir die schon? Ich loot die jetzt alle mal. Wieder eh von den Orks keiner vermissen. Und sobald die Rebellen da sind, wird das eh dann quasi leer sein. Hier ist noch ein Tour. Fast hätte ich die vergessen. So, hier gibt's keinen Ork mehr, oder? Ne. Hier vielleicht? Ein? Nö. Aber eine Tour. Die nehmen wir mit. Kriegen wir auch endlich wieder Dietrich hier. So, hier oben, dort haben den Turm haben wir schon frei. Immerhin.
So, das ist nur noch der Elite-Krieger. Hey, pass auf. Leute, es gibt einen Kampf. So, der soll einmal mit nach oben kommen. Bleib stehen, Mara. Einfach mitkommen, ja? Hier oben können wir kämpfen. Zumindest hier. Ich glaube, wir müssen noch weiter, ja, mit ihm. Nicht, dass die anderen da hinterherkommen. Und dann Zeugen gibt's. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die da unten jetzt deswegen sauer sind. Aber bis hierhin können wir schon mal hin. So, Curtis. Ich weiß nicht, wer von denen jetzt quasi Freund oder Feind ist. Oder von denen. Versucht man die Menschen erstmal doch in Ruhe zu lassen. Am Leben. Und suchen wir mal einen anderen Weg nochmal. Dass ich mich jetzt erstmal nur um die Orks kümmere. Genau, um die Orks. Dass ich nur die erstmal reduziere. Obwohl die Orks-Söldner werden bestimmt auch feindlich. So, da soll bitte herkommen. Bleib stehen, Mara! So, ich hoffe, die anderen da machen. Okay, die hauen ab. Komm, Gorok, wir kämpfen auf der Brücke. Möglichst weit weg von Zeugen. Auch, dass sie dann da oben das nicht mitkriegen. Okay, der trifft mich doch. Da hinterm Baum. So. Ich frage mich, wie die Orks sollten hier reagieren, wenn es keine Orks mehr gibt. Noch sind die mir nicht feindlich gesonnen, oder? Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Jetzt bist du dran! Jetzt wirst du was erleben! Okay, jetzt sind sie alle hinter mir, ja?
So, ich lade das nochmal. Okay, ja, dann weiß ich zumindest, dass hier jeder von denen quasi drauf gehen darf. Dann würde ich vielleicht die Orks halt auch noch rauslocken. Die mit Namen lasse ich erstmal vielleicht noch. So. Hol ich erstmal ihn. Okay, der ist gleich mit zwei Schlägen weg. Maximal zwei Schläge. Bleib stehen. Ja, komm her. Oben dürfte das keiner mitbekommen haben. Hoffentlich. So, gut, dann erst den da. So, kommt er hier. Da. Da ist er. Und abstechen. So, wie sieht es mit dem aus? Hat der einen Namen? Ja, gut, dann den nächsten Ork-Söldner. Wenn er so weitermacht, wird das niemand. Hey, pass doch auf! Ich reiß dir den Kopf ab! So. Erstmal die mit der Armbrust loswerden. Okay, der ist schon relativ schnell damit. Und so. Und wieder Frieden. Es ist noch keiner hinter mir her, also. So, wie sieht es jetzt mit dem aus? Hat der jetzt einen Namen oder hat er keinen Namen? Nee, ich will nicht auf Flint zielen. Auch Söldner. Nicht auf Connor. Hey, pass gefälligst auf! Dir werde ich helfen! So, kommst du? Der ist mit einem Schlag gleich weg. Bleib stehen! Ja, komm. So, wie es mit Flint aussieht, weiß ich nicht. Noch ein Ork-Söldner. Hey, pass gefälligst auf. Dir werde ich helfen. Der ist auch gleich mit einem Schlag hinüber. Dum, 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 dum. Ich finde das super. Wilson, Flint.
Okay, hier speichere ich mal und laufe hier mal durch. Tom. Auch Söldner. Hey, pass gefälligst auf! Leute, es gibt einen Kampf! So kommt er. Ich hoffe, der kommt hinterher. Ich versuche diesmal die alle, die einen Namen haben, am Leben zu lassen. Also von den Menschen meine ich. So. Das heißt Flint, Connor, Tom und Wilson. Gibt's hier drinnen noch jemanden? Nö. Nein, nicht ins Bett, aber hier. Will ich mich mal bedienen. Okay, den hatten wir wahrscheinlich schon, aber den hier noch nicht. Die Truhe und die hinter mir noch die. Nein, nicht ins Bett. Nicht ins Bett, Truhe. So, jetzt ist nur die Frage. Von denen Goran, Spike, Orksöldner. Das da hinten ist Orksöldner. Hey, was machst du? Leute, es gibt einen Kampf! Ich hoffe, der kommt hinterher. Bleib stehen! Okay, das wird jetzt etwas problematisch hier. Wenn er so weitermacht, wird das nicht was. Ich glaube, ich will das gar nicht sagen. Krieg ich dich doch noch! Okay, jetzt ein bisschen Abstand gewinnen zu den anderen. Okay, das haben die nicht mitgekriegt. Muff, Curtis, Goran, Spike. Die sind zwar alle Orksöldner, aber ich lasse die mal erstmal am Leben. Und ich gucke mal, ob ich hier nicht die anderen zuerst wegkriege. Hier genau, wer der Nächste? Hey, pass auf. Leute, es gibt einen Kampf! Bleib stehen, Mora. So, ich lock ihn mal nach oben. Wo es weniger Zeugen gibt. Hörst du mir? So kommst du? Du musst mitkommen.
So, der hat seinen Weg gefunden. Hey! Na, mitkommen! Jetzt gehörst du mir! So, mitkommen! Nach oben! So, noch ein bisschen. Hier oben können wir kämpfen. Stehen, Mara. Hier können wir kämpfen, genau. Die da unten haben zum Glück nichts mitbekommen. Vielleicht nochmal speichern. Nur um sicher zu gehen. So. Einfach mitkommen. Bleib stehen, Mora! Komm her! Hä? Einfach hier hinkommen. Ich habe die Vermutung, vielleicht können wir hier unentdeckt schon alle umlegen. Hier juckt es einfach niemanden. Heftig. Schon hier vorne. So, äußere Torwache. Bis hier vorne, ja? Hör auf zu drehen. Ja, und seine Drehangriffe. Das heißt, jetzt noch einmal kurz snacken und den nächsten. Warte mal. Hier könnte der das mitbekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er Freund oder Feind ist. Hier könnte es keiner mitbekommen. Hey, pass auf! Macht er noch was? Hey, pass auf! Hey, pass auf! Ich speichere noch einmal, weil ich jetzt nicht weiß, wenn ich ihn jetzt hier erschieße, ob die anderen jetzt hinter mir her sind. Ob er in Sichtweite ist dafür. Hier ist man auf jeden Fall nicht in Sichtweite.
Das heißt, wir könnten jeden bis hierhin rüberziehen. Mortis. Einmal vielleicht speichern und dann ein Ork nach dem anderen. Und hier sind viele Orks. Hier sind auf jeden Fall sehr viele. Vielleicht würde ich mit ihm anfangen. Hey, pass auf! Ich hack dich in Stücke! Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hinterher. Bleib stehen, Mora! Okay, jetzt sind sie außer Reichweite. Ja. Und futtern. Ich muss aber ehrlich sagen, ich liebe diese Strategie. So. Urgosch würde ich vielleicht irgendwie zuletzt machen von den ganzen hier. Pass auf! Der Kampf wird nicht lange dauern. Weil ich jetzt nicht weiß, bleib stehen, Mora! Ob er jetzt so stark magiebegabt ist. So, und den nächsten. Super, der ging daneben. Rotzhoff, den mache ich jetzt. So, die anderen sind schon... Ne, der eine kommt noch. Warum auch immer der... Okay, jetzt nicht mehr. So, okay. Mortis lasse ich erstmal. Okay, wir ziehen auf Zakosch. Dann machen wir Zakosch fertig. Ey, pass auf! Der Kampf wird nicht lange dauern. Bleib stehen, Mora! Ne, komm her. Zakosch hier hin. Bei Fuß. Okay, mit Mortis dahin gefällt. Jetzt. Jetzt ist gut mit Mortis. Noch einmal futtern. So, hier sind direkt vor mir einfach noch 5 Krieger. Rot, blau, grün, rot, blau. Ich fange mit Grün an. Hey, pass auf. Der Kampf wird nicht lange dauern. Du-dum-dum. Bleib stehen, Mora. Ja, komm her. Erstmal die anderen vielleicht außer Reichweite kriegen.
Und jetzt. So. Wer ist denn das da? Tarok. Ist das eigentlich der Tarok aus Gothic 1? Pass auf! Der Kampf wird nicht lange dauern. Also der Freund von Urshak? Gleich die beiden blauen zuerst. Bleib stehen, Mora. Bleib stehen, Mora. Bleib stehen, du Lump. Wie viele Orks hier einfach rumliegen. Und der nächste blaue. Vor allem, ich find's immer und immer wieder lustig, dass die es einfach nicht verstehen, warum die immer weniger werden. Hier können wir kämpfen. Hier. Keiner von denen hatte mit gerechnet, dass die heute an dem Tag sterben werden. Einmal mitkommen bitte, ja? Hier. Müsste noch in Reichweite sein. Bleib stehen, Mora. So, und speichern. Ihn hier? Hey, pass auf! Ich werde dich zerschmettern. Und dann will ich sehen. Ugh.
Voll wie viele hier jetzt schon rumliegen. Auch schon heftig. So, jetzt ist Urgash noch da. Und Tukash. Hey, pass auf! Der Kampf wird nicht lange dauern! Okay, die kommen alle hier hinterher. Ja. Bleib stehen, Mora! Ne, komm her. Keine Ahnung, wovon die reden, was so einfach wäre. Oh, hier ist ja noch einer. Und die sehen nie was? Hey, pass auf! Ach, ich hab dich in Stücke! Die haben nie was gesehen da unten? Direkt hier am Tor. So. Und nochmal was snacken. Und nochmal speichern. So, dann holen wir den. Ne, komm her. An den Sklaven vorbeikämpfen, ja? Ich finde super, dass die aber nichts sagen, dass hier so viele Tote liegen. Leute, es gibt einen Kampf! Ja. Da! Ja! Da! Nein! Da! Da. Hey du, was schleichst du hier rum? Wie schleichen? Schleppen, immer nur schleppen. Du solltest jetzt gehen. Ich weiß nicht, was die jetzt haben. Ich kämpfe an deren Seite. So, ist jetzt nur die Frage, hier an der Mauer, sind noch welche? Wenn ich die Truhen jetzt einmal loote. So, wie viel? Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile neue Hämmer? Ein Schmiedehammer. So. Gibt es weiter oben noch was oder jemanden? Das wird schwieriger hier. Und da sind genauso. Nein! Überlebt!
Ich fall hier in den Tod und überlebt hat. Alter, das war heftig. Ich dachte, es ist vorbei. Ich dachte, den letzten Speicherstand darf ich nochmal neu machen. Mitkommen, bitte. Leute, es gibt einen Kampf! Dum, 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 dum. Bleib stehen, Mora! Einfach mitkommen. Einfach mitkommen und einfach über dich ergehen lassen. Können einfach nichts sehen, glaube ich, mittlerweile. So, ich würde vielleicht doch Urgasch noch mal ausprobieren. Hey, pass auf! Ich werde dich zerschmettern! Okay, mit ihm muss ich das anders machen. Autsch. Okay, der heilt sich jetzt erstmal. Ich heile mich auch einmal. Komme ich an ihn ran? Okay, den sind wir zumindest los. Hat mich jetzt einen Heiltrank gekostet. Koras, du bist der Nächste. Hey, pass auf! Der Kampf wird nicht lange dauern. Wenn du das meinst, ich kann das den ganzen Tag. Bleib stehen, Mora! So, komm, hierher. Da unten sagt jemand, ist das dein Ernst? So, jetzt den da. Hey, pass auf! Leute, es gibt einen Kampf! So, ich bin gespannt, ob er seinen Weg zu mir findet. Da! Autsch! Noch ein bisschen. Ich finde super, wie dem hier einfach ein paar Pfeile überall stecken bleiben.
Vor allem in der Hand, ja. So, jetzt ist die Frage, hatten wir hier drinne alles gelesen? Das kenne ich schon. Okay, einen Moment. Das hier? Hier steht nichts Neues. So, die Truhe können wir looten. Ach, hier waren nur zwei Bücher? Okay. Der hämmert hier. Hier scheint niemand zu sein. Also bedienen wir uns. Fackeln ohne Ende haben wir auch schon mittlerweile. So, und die Truhe. So, ich hole erstmal den da. Leute, es gibt einen Kampf! Dum, 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 dum. Bleib stehen, Mora! Einmal mitkommen. Dum, 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 dum. Und den nächsten machen wir auch nochmal ein. Dann haben wir zumindest das Tor hier auch mal. Leute, es gibt einen Kampf! Dann können wir zumindest bis zu denen nach oben durch. Bleib stehen! Mitkommen! Dum, 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 dum. Nice. Das heißt, ab jetzt können wir rein. Jetzt können wir endlich in die Burg rein. Mora. Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Ah, okay. Wir sollten den Mora seine Lektion erteilen. Mal gucken, ob es hier noch jemanden irgendwo gibt. Ich plündere hier jetzt erstmal. So. Hier auch nochmal und dann hier. Es gibt bald keine Orks mehr. Vor allem eigentlich, wie vermehren sich die Orks? Ich habe bisher noch keinen weiblichen Ork gesehen. Wir werden es ja sehen.
So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Orks sehe ich gerade. Plus acht da oben auf den beiden Türmen. Es gibt da noch ein anderes Problem. Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. So, wenn ich jetzt. Ab jetzt. Ich glaube, die kommen jetzt nicht bis hierhin. Okay, ich kann hier kämpfen. Oder das die was machen und sagen. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen den Rest hier von der Burg von Faring in der nächsten Folge. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.